mich in ja 9 Jahren hat die Beziehung gegeben. Und während dieser Zeit ist ein Haufen von unserer Beziehung ist in die Bilder hineingeflossen. Habe ich sie sehr geliebt und verehrt. Und das merkt man ja an den Bildern. Das glaube ich schon, dass wir von daheim aus in dem Sinn belastet waren mit der Gegensätzlichkeit vom Katholizismus oder von der strengen, brüden, extrem brüden Erziehung her, das ist schon gsi, oder? Und der Welt, wo sie es da erlebt aufs Mal, oder? Wo alles erlaubt ist, wo alles kein Tabu ist und so. Und dass sie da sich in extreme seelische Konfliktsituationen kommt. Wenn man nicht darf, was alles unkrausch ist und alles verwerflich ist. Und dann sich aber ganz anders zu erleben, oder? Und das dann können da in ein harmonisches Gleichgewicht mit sich zu bringen, ist extrem schwer. Wir haben miteinander geliebt und es hat gut funktioniert. Nun war sie zum Teil sehr depressiv gewesen. Und da konnte ich nicht gross helfen, scheinbar. Mit meinem Malen. Pfingstmäntig war. Und am Morgen hat mich der Papa geweckt und gesagt, die Lise sei gestorben. Für die Mama, also als fromme Katholikin, ist natürlich bei denen Selbstmord etwas vom Schlimmsten gewesen, was man können machen konnte. Die haben nicht einmal vom Friedhof dürfen beerdigt werden und so, oder? Und dann bin ich da einmal beim Hansrudi gewesen und ich weiss noch gut, als ich in das Zimmer reinkam, war die Matratze nicht dort, wo sie draufgelegen ist. Ich bin noch mit ihm auf der Polizeiposten mit der Pistole, die sie gebraucht hat. Und dann haben wir die dort abgegeben und dann sind wir wieder zurück. Und dann sind wir in das Zimmer eben oben, wo ich dir zeige, da war. Und dann ist ein grosser Zettel am Boden gelegen, Führer geschrieben. Adieu.
als er gestorben ist, natürlich. Und der Schock, den ich hatte. Das war ziemlich intensiv. Ich kann es nicht recht sagen. Das war ja. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich kann das kaum bewältigen. Aber ich habe dann nachher weitergemalt und mit dem Malen habe ich mich dadurch von dem distanzieren, von ihrem Tod. Dann hat man natürlich auch noch das Gefühl, was man dafür können, oder? Dass man Angst hat, man kann Schuld am Tod oder so vom Partner. Das ist ein Horror. Das ist so, um quasi zu zeigen, dass ich keine Angst habe vor dem Tod. Also was mich fasziniert, ist die unglaubliche Sensibilität, die er hat. Sehr verfeinerte Sensibilität. Ich glaube schon, dass er einfach wirklich tiefer sieht in die Seele hinein, wie die meisten. Wenn du die Bilder anschaust, hast du das Gefühl, das kennst du seit ewig. Das sind unsere tiefsten, ja, der Urgrund von der Seele.